Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video. Kasi ist auch mit dabei, der kleine Mann. Und zwar gibt es zurzeit bei Cricut, ja, anders nenne ich es eigentlich nicht, neue Bundles. Und zwar zeige ich euch jetzt das Joy Smart Iron-On Material Bundle. Wer Cricut nicht kennt, das ist eine Plotter-Firma. Ich habe zwei Plotter von denen und die haben halt auch eigenes Material für die Plotter. Man kann natürlich auch von allen anderen Firmen das Material nehmen. Ich persönlich, eieiei, Kasimir, du bringst das hier aber ganz schön zum Wackeln, wenn du gehst. Ich persönlich finde das eigene Material sehr gut. Man kann aber auch andere Materialien nutzen. Das ist halt so ein bisschen eine Preisfrage. Das Set kostet normalerweise 70,93 €. In so einem Karton kommt das hier an. Und jetzt ist es im Online-Shop für 28,99 €. Und diesen Karton packen wir jetzt einmal gemeinsam aus. Und man sieht, dass diese Kartons genau dafür gepackt sind. Da passen nämlich exakt zwei untereinander. Ganz kurz. Iron-On, das bügelt man auf Klamotten drauf. Es gibt auch Infusible Ink, das bügelt man in Klamotten ein. Also die Farbe wird übertragen. Hier wird es raufgebügelt, wie bei ganz vielen T-Shirts, die es gibt. Und ja, hier sieht man immer, wie lang das ist. Je nachdem, welches sind die unterschiedlich lang. Die Glitzerdinger sind immer ein bisschen weniger. Und jetzt zeige ich dir euch mal ein bisschen genauer, welche Farben da drin enthalten sind. Cricut behält sich vor, dass man die Farben anders sein können als auf der Abbildung, nur dass ihr euch da nicht wundert. Und Kasi ist hier aber ganz aufgeregt. Erdbeben ist einmal ein richtig schönes Silber enthalten. Hat eine matte Optik. Und hier sieht man nochmal, 50 Wäschen soll das aushalten. Ich habe auch eine Hitzepresse dafür. Und mit der klappt das wunderbar. Die Hitzepresse ist auch von Cricut. Dann haben wir ein mattes Gold. Länge ist genau die gleiche. Hier sieht man immer, ob es matt ist oder glänzend. Ja, ansonsten genau das gleiche wie auch in Silber. An, was ich richtig schön finde, ist Glitzer. Seht ihr das? Und das ist halt, also man fühlt, dass es Glitzer ist, es glitzert aber nicht ab. Und ihr hört das. Ich rubbel da wirklich richtig drüber. Passiert aber nichts. Also das ist wirklich eine richtig gute Qualität. Und ich finde das halt so cool, dass da so kleine Aufnäher sind, dass du weißt, wie es wirklich aussieht. Ja, weiß. Wie gesagt, das ist ein kleines bisschen weniger, aber richtig schön. Muss ich gestehen, war ich erst so, okay, was halte ich von der Farbe? Multi. Aber ich finde, das sieht richtig schön aus. Und man muss ja nicht nur Klamotten damit machen, man kann auch auf Schuhe, auf Cappies. Also man ist da eigentlich überhaupt nicht eingeschränkt und das finde ich richtig, richtig schön. So, das ist auch weiß. Das ist auch wieder matt. Und da kann man natürlich auch vielleicht ganz geil was kombinieren, dass man so ein weißes Offside macht und dann mit Glitzer eine kleine Schrift rein. Könnte ich mir persönlich ganz cool vorstellen. Dann, welche Farbe muss immer dabei sein? Schwarz braucht man immer, kann man gar nicht genug von haben. Auf jeden Fall nicht, wenn man es ein bisschen klassischer mag. So, und das letzte, das ist einmal rot, auch matt. Das sind in der Regel matte Farben. Das hier ist einfach nur ein Platzhalter. Ich sage ja, die Boxen sind perfekt dafür gemacht. Den Karton kann man super für irgendwas anderes benutzen. Und ja, wie gesagt, für diese 3, 6, 7 Pakete schieb sie noch mal ein bisschen mehr in die Kamera. So, und diese 7 Pakete Smart Iron On kosten jetzt im Shop 28,99 € statt 70,39 €. Also ich liebe Iron On und bin richtig froh, dass ich das Set bekommen habe. Schaut mal bei Cricut vorbei, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Cricut oder zu dem Material oder zu irgendwas anderem, dann sagt gerne Bescheid. Und bis dahin, bleibt alle gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Und wie gesagt, meldet euch bei mir, lasst ein Like da, folgt mir oder schreibt mir gerne bei Instagram. Tschüss!